diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Telekom Speedport B724V in Betrieb nehmen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie einfach die Installation des Speedport B724V ist. Zum Vergleich, ich habe hier noch eine alte Installation, wie das früher aussah, mit einem alten Telekom Router. Hier noch ein ISDN, NTBA, um ISDN-Geräte anzuschließen. Ein DSL-Splitter, der auch immer zwingend notwendig war. Und ganz am Ende war dann halt dieser Stecker, der in die Telefondose gesteckt wurde. Jetzt ist das Ganze viel einfacher. Ich nehme hier mein Speedport B724V, nehme das beiliegende Anschlusskabel, stecke das hier in die DSL-Buchse und dann kommt dieser Stecker direkt in Ihre Telefondose rein. Wie gesagt, Splitter und NTBA komplett weglassen. Wenn Sie noch ISDN-Endgeräte am Speedport betreiben möchten, dann bräuchten Sie den Speedport ISDN-Adapter, den es als Zubehör gibt. Und wenn ich das gemacht habe, muss das Gerät noch mit dem Strom verbunden werden, was hier außen passiert. Und wie es weitergeht, zeige ich Ihnen gleich im nächsten Schritt. So, ich habe das Speedport jetzt mit dem Telefonnetz verbunden und stecke jetzt noch den Strom ein. Und danach startet sich das Gerät, das hat man kurz gesehen. Jetzt leuchtet erstmal nur die Power-LED, das Gerät bootet sich jetzt also. Und jetzt dauert es ein paar Minuten, bis sich das Speedport final eingerichtet hat. Ich zeige Ihnen im nächsten Schritt gleich, wie Sie das Ganze dann mit einem Computer oder auch Smartphone-Tablet einrichten. So, das WLAN ist mittlerweile an. Wir haben auch hier den Link zum Telekom-Netz schon und jetzt zeigt er hier an, bitte warten. Also jetzt richtet sich das Gerät noch weiter ein, das dauert noch ein paar Minuten. So, im Hintergrund sehen Sie jetzt, dass das Gerät nicht mehr bitte warten anzeigt, sondern die Power- und Link- und WLAN-LED leuchten. Das heißt also, das Speedport ist jetzt mit dem Telekom-Netz verbunden. Die Online-Leuchte ist noch nicht angegangen, weil einfach noch die Zugangsdaten fehlen. Um das Gerät jetzt weiter einzurichten, müsste ich entweder hier zum Beispiel meinen Computer per Netzwerkkabel mit dem Speedport verbinden oder ich will das Ganze kabellos per WLAN bequem jetzt hier vom Sofa aus machen. Auf der Rückseite des Speedport war so ein kleiner Brief mit den Zugangsdaten, das ist wie das WLAN heißt und das WLAN-Kennwort. In späteren Schritten wird auch empfohlen, das zu ändern, dann können Sie sich das hier auch notieren. Ich werde jetzt hier mein WLAN-Kennwort eingeben und zeige Ihnen dann den nächsten Schritt. So, meine Daten habe ich jetzt eingegeben und verbinde mich jetzt mit dem WLAN. So, ich habe jetzt hier in einem Internetbrowser die Adresse speedport.ip eingegeben. Wenn Sie das machen, Enter drücken, kommen Sie auf die Login-Maske des Speedport. In dem Fall muss ich jetzt das Gerätepasswort eingeben. Das liegt ebenfalls, steht auf diesem Kärtchen, wo ich auch eben schon das WLAN-Kennwort gefunden habe. Eingeben und dann können Sie hier Login sagen. Und jetzt führt mich ein Assistent durch die verschiedenen Schritte, um das Speedport in Betrieb zu nehmen. So, ich starte jetzt den Assistent, der die verschiedenen Schritte durchgeht. Im ersten Schritt muss ich jetzt hier meine Zugangsdaten eingeben. Das mache ich jetzt einmal kurz. Ich habe die Zugangsdaten aus diesem Brief jetzt hier übernommen. Gehe einmal einen Schritt weiter. Und hier kann ich sagen, ob der Router immer online soll oder ob er sich automatisch trennen soll. Das lasse ich auch immer online. Und jetzt stellt der Router die Verbindung her, das dauert einen kleinen Moment. Und jetzt im Hintergrund sieht man, am Speedport leuchtet jetzt auch die Online-LED, also die Internetverbindung ist jetzt hergestellt. Nachdem die Internetverbindung steht, möchte ich jetzt die Telefonie einrichten. Und hier muss ich jetzt entsprechend auch meine Daten aus dem Willkommensbrief eingeben. So, ich habe jetzt meine Rufnummern inklusive Vorwahl eingegeben und gehe jetzt auf Prüfen, um die Einrichtung des IP-Anschlusses der Telekom fortzusetzen. Das dauert einen kleinen Moment, während das abgeglichen wird. Und jetzt zeigt er mir hier, die Prüfung war erfolgreich und diese drei Rufnummern, die ich eingegeben habe, sind jetzt eingerichtet. Im Hintergrund am Router sieht man jetzt auch, dass die Telefonie-LED angegangen ist. Das heißt, der Speedport B724V ist jetzt einsatzbereit. Ich könnte jetzt ein analoges Telefon zum Beispiel an der Rückseite anstecken und direkt lostelefonieren. Kann natürlich aber auch im Router noch weitere Einstellungen vornehmen, auf welche Rufnummer welches Telefon dingeln soll oder zum Beispiel auch Decktelefone anmelden. Hier in dem Schritt wird nochmal hingewiesen, dass alle Telefone auf alle Rufnummern standardmäßig klingeln und abgehend meine erste Rufnummer genommen wird. Ich könnte hier aber noch manuell sagen, nimm eine andere Rufnummer.
So, nachdem ich nun das Internet und die Telefonie eingerichtet habe, möchte ich im nächsten Schritt noch mein WLAN konfigurieren. Ich könnte jetzt hier eine eigene WLAN-SSID vergeben oder auch einen eigenen WLAN-Schlüssel vergeben. Gehe dazu einfach hier in den WLAN-Assistenten und hier kann ich die Daten und auch welchen Verschlüsselungsstandard ich verwenden möchte einstellen. Empfohlen wird der sicherste Standard WPA2, der auch schon voreingestellt ist. So, das war's mit der Einrichtung vom Speedport W724V, Internettelefonie, WLAN. So, nachdem ich den Einrichtungsassistenten abgeschlossen habe, komme ich jetzt hier auf die Übersichtsseite des Speedport Konfigurationsmenüs. Ich habe hier die verschiedenen Übersichten, Thema Internet, wie lange ich schon verbunden bin, Telefonie, ob DECT eingeschaltet ist und so weiter. Dann WLAN, könnte ich hier auch direkt ein- und ausschalten, die verschiedenen Frequenzbänder 2,4 und 5 GHz, die parallel laufen. Und noch weitere Netzwerkinformationen, sonstige Einstellungen. Ich kann dann oben im Menü noch durchblättern. Ich habe hier den Punkt Internet, wo ich dann die Zugangsdaten ändern könnte und WLAN2Go einrichten könnte. Ich habe hier die Telefoniefunktion, wo mir meine Rufnummern angezeigt werden, wo ich Einstellungen vornehmen kann zum Thema DECT-Basisstationen, also Schnurlostelefone. Dann gibt es das Menü Netzwerk, Heimnetzwerk, wo nochmal die WLAN-Frequenzbänder aufgeführt sind, ich den Zugriff verwalten kann, auch den Netzwerkspeicher, wenn ich einen habe, also eine Festplatte per USB. Und hier der letzte Punkt, Einstellungen. Hier könnte ich zum Beispiel ein neues Gerätekennwort vergeben, gerade auch wenn Sie vielleicht Kinder im Haus haben und dann ein eigenes Kennwort wählen wollen, dass da nicht jemand drauf rumkonfigurieren kann auf dem Gerät, dann macht das durchaus Sinn. Und ansonsten auch Sachen wie Firmware-Update und so weiter. Ja, das zum Speedport W724V. Gibt es zum günstigen Kaufpreis oder von uns empfohlen als Endgeräte-Service-Paket mit dauerhaftem Support zum kleinen monatlichen Preis. Ideal für Ihren Magenta-Zuhause-Anschluss.